Meine sehr geehrten Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Taya The Crimson Eclipse. Womöglich beim Finale. Das weiß ich noch nicht so ganz, weil Seth hat angemerkt, das hier wird wohl die letzte Pause sein. Ja, ich glaube, ausrüsten müssen wir soweit nichts mehr. Ich denke, wir sind mit allem gut ausgestattet. Wir schauen mal, was jetzt alle noch zu sagen haben und dann geht's wahrscheinlich los. Es ist sehr lange her, seit wir das letzte Mal miteinander sprachen. Dein Geist war so schwach, aber jetzt ist er stark. Ja, nach all dem habe ich mich selbst gefunden. Ich auch. Trotz meiner Sünden habe ich meinem Leben ein neues Ziel gesetzt, was ich meinem Vater zu verdanken habe. Er ist immerhin der Leitfaden der Vasan. Halten wir Mishra auf, das ist unsere letzte Chance. Ja, nochmal Boni für alle abkassieren. Du musst also Seth sein. Ja. Und du bist Nimrod? Nett, dich kennenzulernen. Anscheinend hätte hier jeder gerne einen Bissen dieses Atlasgartens, nicht wahr? Wir müssen ihn vor Mishra und den Scarlet Worms beschützen. Beide wollen ihn mit Orihalkon kontaminieren. Wenn das geschieht, verliert Areatale sein Gleichgewicht. Wenn ganz Areatale kontaminiert werden würde, stell dir vor, was passieren wird. Es wäre unser Ende. Es ist natürlich ein hohes Risiko, aber es könnte uns in eine neue Ära voller Wohlstand begleiten, wenn wir das Orihalkon richtig erforschen. Ich weiß, aber wir sind für diese Energie noch nicht bereit. Werden wir sehen. Gehen wir nach Haldoros, stoppen diesen Mishra und schalten Hades aus. Es ist Zeit, dass die Haldorosser ihre Stadt wiederbekommen und aufhören zu leiden. Ja. Hey, geht's dir gut, Junge? Ich glaube schon. Verdammt, ich hatte schon monatelang keine Kopfschmerzen mehr. Ich dachte fast, ich wäre geheilt. Ich verstehe dich. Ich leide auch unter dieser Migräne, aber man gewöhnt sich dran. Manchmal ist es sogar so schlimm, dass ich anfange, irgendwelche Dinge zu sehen. Ich sehe zwar zu sehr verschwommene Dinge, also konnte ich nie das volle Bild erkennen. Ich denke aber, dass ich ein riesiges Herz sehe und Leute, die um es herum sind und dabei knien. Gruselig, ich weiß. Sonst habe ich so etwas noch nie gesehen. Ja, das ist wirklich ein wenig merkwürdig. Hast du das schon immer? Wurdest du so geboren? Nein, erst seit ein paar Jahren. Erst seitdem meine Migräne schlimmer wurde, sehe ich es. Ich kann nicht viel dagegen tun. Ich denke, dass es nur temporär ist. Wie merkwürdig. Ist sein Blut auch von Orihalkon kontaminiert? Eins ist sicher, ich muss immer ein Auge auf ihn gerichtet haben. Ja, möglich. Ich komme mir so nutzlos vor. Ohne Nova ist es so, als wäre ich gar nicht hier. Es tut mir leid, Elvet. Ich weiß, dass du Nova mochtest. Sie war mein Baby. Sie hat sich geopfert, um mich zu beschützen. Wenn wir Areatale gerettet haben, baue ich sie neu. Sehr gut. Und freust du dich, deinen Opa wiederzusehen? Reden wir nicht über ihn, Seth. Ich hasse diesen alten Egoisten. Wegen ihm sind Mom und Dad gestorben. Oh. Das tut mir leid. Er hat versprochen, alle zu beschützen, aber was passiert ist, ist, dass meine Schwester davongelaufen ist. Sie war ein kleines Mädchen ohne jemanden, der auf sie aufpasst. Jede Nacht denke ich an meine Eltern und an das Leben in Haldoros. Es wäre so schön gewesen. Ich frage mich, ob sich Haldoros in den letzten 20 Jahren verändert hat. Okay, da gibt's wohl keine Boni. Ich frage mich, ob die überhaupt noch eine Begleiterin von uns wird. Seth, zum Glück geht es dir gut. Ja, wir hatten etwas Glück. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Ich habe von eurem Absturz gehört. Mir tun die anderen sehr leid. Naja, wenn wir überlebt haben, dann haben sie es vielleicht auch. Wir haben den Kontakt verloren, aber es gibt Hoffnung. Wenn wir zurück sind, schicken wir einen Suchtrupp los. Ich muss mich bei dir entschuldigen, Seth. Entschuldigen? Wofür? Ich habe dir versprochen, dir zu helfen. Doch nie habe ich die Stärke dazu gefunden, mein Bestes zu geben. Weißt du noch, als wir uns bei den Mavericks aufgeteilt haben? Ich habe dir erzählt, dass die Mavericks meine neue Familie sind. Das stimmt zwar, aber seit Rose nicht mehr hier ist, fühle ich mich so leer. Nachdem ich mich gerecht habe, habe ich sämtliche Motivation verloren. Ich habe versucht, mich dazu zu zwingen, alles neu aufzubauen, aber ich habe nie wirklich daran geglaubt. Du brauchst dich wegen nichts davon entschuldigen, nein. Ich habe mich jahrelang nutzlos gefühlt. Vielleicht geht es uns, was das angeht, sogar gleich. Etwas, was mir der Schnitzer gesagt hat, hat mich sehr berührt. Es bringt uns nichts, das Wenige an Zeit, was wir haben, zu verschwenden. Selbst wenn wir sterben, sollten wir versuchen, etwas zu hinterlassen. Etwas Gutes.
Ich weiß nicht, ob wir es schaffen können, Ariatale zu retten, aber ich möchte wirklich alles geben. Rose wäre stolz auf dich, Nyan. Yay, Boni! Schön, dich zu sehen, Seth. Ich habe mir schon Sorgen bereitet. Was stimmt nicht, Galien? Dieser Nimrod. Ich kann ihn nicht ausstehen. Ich kenne diesen Mann irgendwoher. Nimrod ist halb Vashnar, halb Maschine. Wenn du ihn kennen würdest, dann hättest du ihn lange wiedererkannt. Sei kein Idiot. Er erinnert mich an jemanden, der keine Maschine war. Ich habe ihn sogar gefragt, warum er so ist. Er hat mir keine Antwort gegeben und ist weg von mir. Also meinst du, dass wir ihm nicht vertrauen sollten? Auf keinen Fall. Auch wenn wir ihn wohl brauchen werden, wenn wir hier nach Haldoros gelangen wollen. Irgendetwas verheimlicht er uns. Sei vorsichtig, Seth. Wir werden vorsichtig sein, okay? Ich werde ein Auge auf ihn behalten. Mach das ruhig. Seth, ich bin ein wenig um dich besorgt. Besorgt? Was meinst du? Wegen dir und Nadia, ich... Warte, bist du... Nein, nein, ich bin nicht neidisch, ja? Ich bin glücklich, dass wir das alles hinter uns haben. Es ist nur... Was denkst du dir dabei? Du bist ein Mörder, Seth. Du hast es selbst gesagt, dass du dich den Vanguard stellen wirst, wenn all das vorbei ist. Dann lässt du sie einfach allein? Ein weiteres gebrochenes Herz? Nadia hatte noch nie einen wahren Freund, sie hat niemanden. Ohne dich wäre sie verloren, Seth. Mach ihr keine falschen Hoffnungen, Seth. Sei ehrlich zu ihr. Marzia, ich... Ich weiß, es ist schwierig, aber du hast eine Verantwortung. Was, wenn du dich den Vanguards nicht stellen würdest? Und sie in ein Leben auf der Flucht mitschleppen? Ein Leben als Maverick, Seth. Es sind nette Leute. Bitte triff die richtige Entscheidung. Sei kein Egoist und mach es anders wie beim letzten Mal. Ja, schauen. Oh yeah. Jawohl, Kumpel. So macht man es. Was hast du wieder für ein Problem, Therion? Galien hat mir alles erzählt. Also bist du jetzt ein Mann, Seth. Entschuldigung? Es geht um deine Seelenverwandte. Ich meine Nadia, du Kasper. Oh, heiliger Rion. Jetzt ist definitiv nicht die richtige Zeit. Wann ist dann die richtige Zeit? Lass mich raten, vielleicht in Haldoros zwischen tödlichen Killerrobotern? Moment, gibt es dort eigentlich Killerroboter? Kein Plan. Nach dem Vertrag hat sich dort vieles geändert, also... Kann sein, kann aber auch nicht sein. Sei einfach auf alles vorbereitet, okay? Hey, hey, lenk nicht vom Thema ab. Also, wie seid ihr denn zusammengekommen? Du hast die Initiative ergriffen, nicht wahr? Ihr habt einen Spaziergang gemacht. Ihr habt euch doch nicht betrunken kennengelernt. Ich war bewusstlos wegen der Blume, die mich vergiftet hat. Bewusstlos? Ich wäre niemals dazu in der Lage, mit Mädchen zu reden, wenn ich bewusstlos wäre. Erstaunlich, Seth. Klar, du siehst nicht wie der Interessanteste aus, aber ich hab dich komplett falsch eingeschätzt, Kumpel. Therion, bitte. Okay, sorry, du hast recht. Es ist Schwachsinn, Zeit mit mir zu verplempern. Geh zu ihr, verbringe Zeit mit ihr. Keiner weiß, was passieren wird, wenn wir in Haldoros sind. Werde ich. Wuppdidu. Ich habe Nadia noch nicht gesehen. Wo hält sie sich nur auf? Endlich habe ich dich gefunden. Ich habe dich ewig gesucht. Oh, hi Seth. Was machst du ganz alleine hier oben? Ich blicke zu Altilia. Verrückt, nicht? Von hier unten sieht es wie ein verlassener Ort aus. Doch unsere Vorfahren kommen von dort oben. Ich frage mich, was passieren wird, wenn alles vorbei ist. Werde ich nach Altilia gehen können? Mein Großvater ist König Kyos. Vielleicht ist er der einzige meiner Familie, der noch lebt. Vielleicht sollte ich bei ihm sein. Und du, Seth? Wirst du auch bei mir sein? Nadia. Vielleicht gehörst du wirklich nach da oben zu deinem Großvater. Was? Was meinst du? Ich liebe dich, Nadia. Ich will bei dir sein. Aber ich bin ein Mörder. Ein Verbrecher. Wenn all das vorbei ist, werde ich mich stellen. Ich muss für all meine Taten bezahlen.
Ich werde die Todesstrafe erleiden müssen. Oder eine Gefängnisstrafe auf ewig. Es kann auch sein, dass ich bis dorthin gar nicht mehr lebe. Ich werde dich so lange beschützen, wie ich noch lebe. Aber ich möchte nicht, dass du wegen mir leidest. Du sollst dich nicht von mir in all das reinziehen lassen. Du hast noch ein Leben vor dir und ich möchte, dass es ein schönes Leben ist. Du verdienst etwas Besseres. Ich... Nadja, bitte hör auf zu weinen. Lass mich allein. Nadja! Toll, Sef. Gut gemacht. Nadja, es tut mir so leid. Mäh. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Hier sind wir. Das ist Haldoros. Oh, was haben wir da? Ah, ja. Wo ist Lademis? In seinem Zimmer. Ich glaube, er schläft. Teilen wir uns auf. Zwei Teams wären sinnvoller. Wir wissen nicht, wo sich unsere Feinde befinden werden, aber es gibt zwei Möglichkeiten. Den Atlasgarten und ganz oben. Ganz oben? Die Spitze von Haldoros. Der Thronsitz des Kaisers, aktuell Hades. Eine künstliche Intelligenz mit der Aufgabe, die Stadt zu beschützen. Seth und seine Leute werden sich entweder zum Atlasgarten begeben oder versuchen, Hades auszuschalten. Du gehst so schnell es geht zum Atlasgarten. Nimm nicht weniger als 30 Vanguards mit. Und 4 nimmst du auch mit. Verursacht keinen Alarm und die Maschinen sehen euch nicht als Feinde. Wenn ihr nicht gegen die Protokolle verstoßt, werdet ihr als neutral angesehen. Wenn Seth dann angreift, unterstützen euch die Maschinen sogar. 4 und die Vanguards werden euch zusätzlich verteidigen. Ich gehe zur Spitze und verteidige Hades persönlich. Ganz alleine? Keine Sorge, ich schaffe das schon. Alleine bin ich schneller. Vielleicht kann ich mich sogar an sie anschleichen. Ich möchte sie auf frischer Tat ertappen. Sei vorsichtig, Horus. Oh, das wird übel. Was? Nein! Hilf mir hoch, bitte! Du, armer Baghetti. Okay, wir haben wieder zwei Szenarien. Nachdem die Plattform zusammengebrochen ist, schreiten Seth, Rudra, Ferion und Nayan weiter an die Spitze der Turmstadt voran. Aber als erstes müssen sie den Weg zum Atlasgarten reparieren. Marzia, Nadja, Galien und Nimrod fielen in das Untergeschoss von Haldoros. Es gibt keinen Weg, mit den anderen Kontakt herzustellen, also bleibt ihnen nichts anderes übrig, als zum Atlasgarten, dem Grundstein von Haldoros, zu gehen. Fangen wir mal mit denen an. Das ist schlecht. Geht's allen gut? Ja, denke schon. Nadja. Mein Fußknöchel. Ich ist, glaube ich, gebrochen. Oh nein, verdammt. Keine Sorge. Ich kann auch so noch laufen. Nein, so kannst du nicht laufen. Dann lasst mich zurück. Ich werde euch nicht abbremsen. Schwachsinn, Nadja. Wir lassen dich nicht hier zurück. Leute, ich kümmere mich um sie. Ihr überprüft den Weg. Es könnten Gefahren auf uns lauern. Verstanden. Gehen wir. Lass mich sehen. Wir haben Glück. Er ist nicht gebrochen, nur verstaucht. Es wäre besser, wenn wir es nicht verschlimmern. Ich trage dich. Mich tragen? Meinst du, dass das funktioniert?
Ich nehme dich, Huckepack. Gehen wir. Die anderen warten. Danke für die Hilfe, Marzia. Wirklich. Du brauchst mir nicht zu danken. Wir können dich nicht einfach zurücklassen. Ich... Hey, ist was los? Ich will mich bei dir entschuldigen, Marzia. Entschuldigen? Wofür? Wegen Seth. Ihr zwei, also... Ich glaube, ich stand euch im Weg. Nein, Nadja. Was passiert ist, ist schon Jahre her. Um ehrlich zu sein, bin ich froh, dass es so passiert ist. Wie läuft es mit ihm? Ich weiß nicht so recht. Bevor wir nach Haldoros aufbrachen, hat er mir gesagt, dass wir nicht zusammenbleiben können. Ich weiß, dass er Verbrechen begangen hat, aber er tat es, um Mishra aufzuhalten. Seth hat zwei High Vanguards und den Vasallen getötet. Das ist ein schreckliches Verbrechen. Seth weiß das. Er hat dir das nur gesagt, um dich zu beschützen. Seth will dich nicht dazu zwingen, mit einem Mörder zusammen zu sein. Was hätte er dir sonst sagen sollen? Früher oder später kommt sowieso alles ans Licht. Du bist ihm wichtig, Nadja. Deswegen hat er all das gesagt. Er will deine Zukunft nicht negativ beeinflussen. Du bist jung und hast noch dein ganzes Leben vor dir. Seth will dein Leben nicht wegen seiner Verbrechen vermiesen. Aber ich... Ich weiß, es ist schwer, Nadja. Ich weiß, dass es kein schlimmeres Gefühl gibt, als von demjenigen verlassen zu werden, den man am meisten liebt. Aber die Zeit schreitet voran. Und wir lassen diese schlimmen Momente hinter uns. Lass andere Menschen nicht dein Leben beeinflussen. Lieb sie, lass sie, doch lass sie dich nicht von deinem Leben abbringen. Also, muss ich ihn vergessen? Du wirst schon einen Weg finden, Nadja. Aber denk immer daran, was ich dir gesagt habe. Solltest du Hilfe brauchen, dann zögere nicht. Und sprich mit mir, Nadja. Wir sind Freunde. Du bist für mich wie eine Schwester. Oh, Marzia, das macht mich wirklich glücklich. Danke, Schwester. Oh, ist das süß. Wir sind dem Atlasgarten nah. Dieser Ort wird von vielen Verteidigungsdroiden bewacht. Wir haben diesen Erste-Hilfe-Koffer gefunden. Das wird Nadjas Knöchel wieder auf Vordermann bringen. Gut, bist du bereit? Ja. Es tut jetzt ein wenig weh. Halte ab. Ich fühle mich schon besser. Wow, das ging aber schnell. Das war ein Ryzen Erste-Hilfe-Paket. Natürlich funktioniert es perfekt, auch wenn es schon etwas veraltet ist. Wir sollten uns bei Nayan bedanken, wenn wir ihn sehen. So, das heißt, ab hier kann ich wieder aktiv spielen. Dieser Ort ist so hell. Wir sind in der sogenannten Eindämmungsstruktur. Diese Anlage ist hunderte von Jahren alt und wurde dazu gebaut, die Energie des Atlasgarten zu extrahieren und zu speichern. All das Licht, das ihr seht, ist pure Atlas-Energie. Diese Anlage extrahiert es nicht nur, sondern verfeinert es auch, um es in der Hauptstadt zu verteilen. Das ganze Teil muss reaktiviert werden, nachdem ich das Zentralsystem von Hades abgeschaltet habe. Du weißt wirklich viel über Haldoros. Man lernt das ein oder andere, wenn man hier länger lebt. Oh, warum dürfen wir dir wohl nicht trauen? Bitte 500 Zenit einwerfen, um das Heilsystem zu aktivieren. Cool. Gefällt mir. Okay, da drüben gibt es eine Truhe. Und hier eine Gaia-Scherbe. Atlas-Panzer. Brauche ich aber eigentlich nicht. So, keine Ahnung, was ihr seid. Ich greife euch einfach mal mit dem an, was ich habe.
Funktioniert auch sehr gut. Und tschüss. Sehr schön. Direkt 2 Level-Ups mit eingesackt. Und noch mehr Gegner. Angriff! Feuer! Anti-V-Bombe! Hey, das war eine Menge Schaden. Passt. Mission accomplished. So, was haben wir hier? Bedienungsanleitung. Nur eine Brücke kann gleichzeitig aktiviert sein. Grund: Energiesparvorschriften des Januars 2190. Stehe auf dem jeweiligen Feld und drücke Z, um die Brücke zu aktivieren. Okay. Ein Diamant. Niemals. Nee. Immerhin keine besonders starken Gegner. Wir sammeln noch fleißig Seelen, aber ob ich die überhaupt noch brauche, wir werden sehen. So. Wir haben ja jetzt wohl etwas stärkere Gegner. Oh ne, ist einfach nur eine größere Gruppe. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Ja. Warte mal. Der hat 105 SP. Wieso kann er Ori-Wasser nicht benutzen? Oh, ist einfach mal zum Schweigen gebracht. Ist ja super. Das war sehr schön. Ja, Angriff kannst du knicken bei Galien. Und ja, ich spare gerade an Heil-Items. Okay, hier ist nichts. Dann einmal rüber. Celadon-Seele. Stirb! Badum! It's finally over. Okay, ich könnte da drüben auch noch aufmachen. Also wenn man es richtig macht, kann man hier noch ordentlich Schätze abgreifen, aber... Ah, okay. Ich kann mir da drüben quasi nochmal eine Brücke bauen. Um dann weiterzukommen. Was haben wir hier? Abwehrdatenbank. Lade Informationsdateien über Verteidigungsmaschinen. Schnell und belastbar. Ah. Halteros Wächter H01. Schnell und belastbar, aber mit neuester Waffentechnologie ausgestattet. Anfällig für Feuerschäden. Ja gut, das habe ich mittlerweile rausbekommen.
War das 4? Seelenscherben. Nee. Ups. Benutzen wir bitte ein Item. Ja. Angriff. Ich kriege hier dauerhaft Level-Ups. Holy shit, gibt's hier so viel EP? Ist natürlich eigentlich geil, aber ich mache mir Sorgen, ob ich unterlevelt bin. Nicht, dass ich nachher beim Bosskampf voll aufs Maul kriege. Dort sind sie. Vanguard? Was machen die hier? Och nö. Aber gut, Vanguards waren ja schon immer schwach. Ja, sind sie auch immer noch. Ich habe jetzt keine Lust, irgendwelche SP-Items zu verwenden. Ach komm, gib doch einfach auf, wenn du schon allein bist. Und tschüss. You'll have to do better if you wanna beat me. Wenn Vanguards hier sind, dann bedeutet das... Oh nein. Horus. Oh ja, Horus. Psycho Omega. Adler Beta. Oh, und ein Verkaufsautomat. Hui! Kann ich ja doch noch ein paar Sachen holen. Oh, hier gäbe es sogar die Scherben. Aber, nee, lass mal. Die Perlen reichen. Dann nehme ich mal noch 11 Stück mit. Noch ein paar Seelenperlen. Dann nehme ich auch nochmal 9 Stück mit. Ja, zumindest mal 2 Stück, dass wir 3 da haben. Falls es wirklich mal Notfälle gibt. Und ein paar Lebensperlen noch mitnehmen. Und dann bin ich ziemlich zufrieden. Was kann ich eigentlich damit noch erreichen? Oh. Spiro Omega. Und hier drüben ginge es auch weiter runter. Ja gut. Dann schauen wir doch einfach mal. Noch mehr Gegner. Oh, nein. Da war Sackgasse. Aua. Wie wär's mal mit einem Crit oder so? Mensch. Haben wir noch so durchdrängen, Ruhe, Schock. Hui. Komm, gib doch auf. So. Ich will endlich gegen 4 kämpfen. Ja.
So, hier komme ich ja wohl nicht weiter. Das heißt, ich muss doch auf der anderen Seite runter. Na gut. Wenn es so ist, dann ist es so. Nein. Nein. Ah, okay, das würde mich da runterbringen. Jetzt gucke ich erstmal da lang. 3000 Zenit. Heilung. Heilung finde ich super. Ne. Drecksviecher. Boom. Komm schon. Sieg. So, was haben wir hier? Katalysator Z. Was kann das? Verhindert deprimiert. Plus 100 Psyche. Hm. Für sie? Klingt doch super. So ein ordentlicher Psyche-Boost. Für noch mehr Schaden. Läuft doch. So, und jetzt alle nach links ausrichten. Nein. Nein. Nein, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, nö. Tschüss. Mann. Die gehen mir so auf den Sack mit ihrer ganzen Respawnerei. Ach, als ob. Sie ist doch zum Kotzen. No! I said no! I said no! So. Hier wird gespeichert. Und da bin ich gespannt, was jetzt kommt. Nummer 4. Iseldra? Bitte, bleibt stehen. Sonst müssen wir euch erschießen. Iseldra, wenigstens du. Bitte, hör uns zu. Grand ist unser Feind, nicht wir. Er hat all das geplant, selbst den Mord an den Kaiser. Bist du verrückt? Warum habt ihr das getan? Bleibt stehen. Iseldra, bitte, ich flehe dich an. Bleib weg von mir. Hier, schalte sie aus. Mal sehen, wer hier wen ausschaltet. Das finde ich halt gefährlich. Durchdringen. Scharlachaura. Hm, normal Ori-Wasser. Um erstmal die auszuschalten. Da bin ich mal gespannt, ob das bei ihm wirkt. Sehr schön. What? Finde ich nicht so cool. Einer weniger. Ach, die sind auch gegen jeden Scheiß resistent. Ja, und der hat keine SP mehr.
Seelenperlen. Quälen. Und dann noch Gellien. Ich glaube, den kann man nicht mehr quälen. Sehr schön. So, du. Ah, wobei, du könntest überleben. Ah, wobei, nee. Sicher ist sicher. Ein Heilopal. Also Nimrod ist hier gerade wirklich unser Trumpf. Von ihr kann ich nichts nehmen, weil Heldenklänge bringt uns hier nicht weiter. Jäger. Schadet Biestern, Fliegenden, Parasiten. Trifft ihr alles nicht zu, leider. Naja, greif an. Seelenperlen. So, Madame, du heilst Gellien. Bitte was? Als drauf. Alles, was ihr habt, draufprügeln. Ein bisschen schwächen ist auch nicht schlecht. Oh. Hä? Habe ich nicht gerade... falsches Item verwendet. Lebensperle. Und die nächste tot. Items. Ich nehme jetzt einfach mal Heilscherben. Ich habe ja gesagt, die werden mir noch nützlich. Du brauchst wieder SP, also eine Seelenperle. So, ich habe jetzt wieder... Dreiecksangriffe? Okay, Boss ist down. Zum Glück. Reines Orihalkon gefunden, Goldscherbe gefunden. Und alle Level up. Wir haben nicht einen Kratzer verursacht. Doch. Es ist schwer gepanzert, aber trotzdem flink wie eine Maus. Aber das ist doch ein Bioautomaton der Zahlserie. Dann bleibt mir nur noch eines übrig. Bestimmt müssen wir auf dem Weg mit Orihalkon zurechtkommen. Deswegen möchte ich, dass jeder etwas Anti-Atlas mit sich bringt. Dem Gegengift von Nayans Vater. Es wird hilfreich sein. Ich kümmere mich darum. Gellien! Du bist zäh. Was ist das für ein Ort? Halderos Keller? Du bist nicht sehr gesprächig. Was hältst du davon? Nein. Das kann nicht sein. Allison. Mein Kind. Ich glaube es nicht. Bist es wirklich du? Allison.
Nein. Meine Tochter ist schon lange tot. Ich muss das Anti-Atlas einsetzen. Wo ist es, verdammt? Ich muss es fallen gelassen haben. Finde das Anti-Atlas und verwende es gegen Allison, um das Orihalkon in ihrem Körper zu entfernen. Sei schnell, sonst hat Galien keine Energie mehr. Leichter gesagt als getan. Nur ein paar Nägel. Scheiße. Also wahrscheinlich ist es mein Ziel, immer schön in Bewegung zu bleiben. Sonst bin ich tot. Aua. Da liegt was. Verdammt, nur etwas Eisen. Scheiße. Was da? Nur ein Haufen Metall. Das wird nix. Das schaffe ich nicht. Was haben wir hier? Da ist es. Ich hab's. Alice. Allison. Hör mir zu. Mir tut leid, was vorhin geschehen ist. Das habe ich für dich gemacht. Es ist das Symbol unserer Freundschaft. Ich hoffe, dir gefällt es. Dad. Dad. Dad, bitte antworte mir. Ich wollte dir nicht wehtun. Bitte, sprich mit mir. Mein Kindchen. Dad, ich glaube, ich halte nicht länger durch. Ich wollte nur auf Wiedersehen sagen. Allison, bitte geh nicht. Du bist alles, wofür ich lebe. Verlass mich nicht. Du weißt, dass ich nicht bleiben kann. Nein, ich flehe dich an. Du bist der nicht gehen darf. Du musst dein Leben leben. Mein Leben leben? Du bist mein Leben, Allison. Sie haben dich ohne Grund weggenommen. Das ist so unfair. Ich weiß, aber das ist kein guter Grund, dein Leben wegzuwerfen. Was bringt dir der Tod? Das wird nichts beheben. Ich bin tot und alles, was mir bleibt, ist ein kalter Eisenkörper. Ich kann ihn nicht mehr steuern. Tu, was du tun musst, Dad. Tu es und geh zu deinen Freunden zurück. Ich will dich nicht wieder verlieren. Das ist kein Abschied. Das klingt vielleicht blöd, aber ich werde in deinem Herzen weiterleben. Ich bin immer ein Teil deines Herzens. Mein echtes Herz schlägt nicht mehr. Oh, komm schon, Dad. Das ist nicht der Galien, den ich kenne. Mein Dad ist der Stärkste. Und wenn sein Herz nicht schlägt, dann bringt er es zum Schlagen. Allison. Ich liebe dich, Allison. Daddy.
Iseldra, bitte, lass es uns erklären. Was wollt ihr von uns? Wollt ihr uns auch töten? Iseldra! Lademis. Majestät, was? Iseldra, wir sind unschuldig. Ich verstehe nicht, was passiert hier. Bitte legt die Waffen weg und lasst es uns erklären. Oh nein, verdammt. Scheint, als werden wir vom Pech verfolgt. Ich hoffe, sie landen auf etwas Weichem. Sie haben Schlimmeres überstanden. Ich denke, es geht ihnen gut. Was tun wir jetzt? Von hier aus gibt es nur einen Weg. Nach oben. Vielleicht sehen wir die anderen auf dem Weg zum Atlasgarten. Gut, gehen wir. Wir haben nicht viel Zeit. Okay, holy moly, das war definitiv genug für eine Folge. Vor allem war es viel zu viel Emotion. Ey. Ich hoffe, Galleon nutzt das jetzt und rastet noch einmal richtig aus zum Finale. Das wäre super. Oh, aber es war so traurig. Auch wenn es absehbar war. Es war so traurig. Und es war schön. Es war wieder sehr, sehr, sehr schön inszeniert. Ah, fettes Kompliment dafür. Okay, dann geht's morgen mit dieser Gruppe weiter. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Euer Daniel. Adios.